Rückblick. Am ersten Tag unserer Juni-Expedition sind wir quer durch die weltgrößte Salzwüste gefahren, haben eine Insel mit Kakteen besucht und interessante Bilder geschossen. Der Grund, warum wir hier sind, ist der Vulkan und... Barbecue Pringles. Oh yeah. Hola gringos, bienvenidos a Uyuni. Ja, wir sind an unserer ersten Lagune, Laguna Canyapa. Und ich sehe auch schon den ersten Flamingo dort drüben mit Sonnenbrille auf. Auf diese Lagune folgten noch viele weitere und einige Flamingos. Wir befinden uns nun auf einer Höhe von 4750 Metern und sind gar nicht so weit von Chile entfernt. Das liegt nämlich dort drüben hinter diesen siebenfarbigen Bergen. In dieser Wüstenregion trifft man sogar auch auf Tiere. Das hier ist zum Beispiel Carlos, ein sogenanntes Vizcacha. Als nächstes erreichten wir diese riesigen Felsformationen und es kam einem irgendwie so vor, als ob man auf dem Mond spazieren geht. Die rot gefärbte Laguna Colorada war die beeindruckendste Lagune und auch die letzte, die wir am zweiten Tag zu sehen bekamen. Tag Nummer 3. Wir sind sehr früh aufgestanden, um diese Geysire beim Sonnenaufgang bewundern zu können. Zudem sind wir auf einer Höhe von sage und schreibe 5000 Metern. Riecht irgendwie nach verfaulten Eiern. Es ist saukalt, aber ich hoffe, die heißen Quellen sind heiß. Wir sind fast am Ende unserer Uyuni-Tour angelangt und hinter mir sehen wir jetzt Vulkan Licancabur. Laguna Verde war der letzte Stop auf der Uyuni-Tour, bevor es für uns weiter nach Chile ging. Die nächste Folge ist gleichzeitig auch die erste aus Argentinien. In Rosario verbessere ich mein Spanisch und zeige euch die Stadt zusammen mit meinem Lehrer. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und euch das Video von La Paz anzuschauen, in dem ich mich von einem Hochhaus abseile.